Flo Grillitsch schießt das Bundesliga-Tor des Jahres 2023. Was für einen großartigen Preis gewinnt er? Weiß nicht, was das sein soll, aber ich werde mir das einrahmen. Ich werde einen besonderen Platz finden dafür. Wahrscheinlich im Mülleimer. Aber ja, danke auf jeden Fall an die Medienabteilung für das super Geschenk. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, danke. Wie oft hast du dir dieses Tor seitdem angeschaut? Also an dem Tag schon noch ein paar Mal, weil ich halt auch in Instagram und so tausendmal markiert worden bin und auch von Freunden natürlich geschickt worden ist und so. Aber danach muss ich sagen, wenig. Schöne Auszeichnung, dass auch von Fans gewählt worden ist. Als Tor des Jahres ist auf jeden Fall was Besonderes. Aber ja, es zählt auch nur eins, deswegen ja, ist auch gut, jetzt ein schöner Abschluss. Wie viele Bayern-Spieler waren denn in dieser Abstimmung zum Tor des Jahres? Erstmal sicher Harry Kane. Dreimal. Okay. Ich sag zwei. Es waren sechs. Sechs. Coman, De Ligt, Pavard, Kimmich, Musiala und Kane. Ja gut, es kommt ja auch dazu, im ersten Halbjahr war ich ja nicht da. Sonst wäre ich vielleicht sechsmal drin oder so, alleine. Weißt du, das ist ja das. Wie oft hast du denn im TSG-Trikot schon gegen die Bayern gewonnen? Dreimal gewonnen. Ja, okay. Sehr gut. Das eine Heimspiel 2-0, Doppelpack Marc Uth. Mhm. Dann das Auswärtsspiel in München, Doppelpack Sargis. Genau. Und dann Heimspiel 4-1. Dritte Frage. In welcher Statistik kann Rino am Freitagabend mit Jürgen Klopp und Thomas Schaaf gleichziehen? Ich liebe diesen Blick übrigens, finde ich großartig. Ich glaube, irgendwas so 5 Spieler hintereinander in München nicht verlieren oder so. Das ist Platz 1, Otto Rehhagel, aber genau diese Statistik suchen wir. Ja, gell? Überragend, Grillo. Ja, siehst. Stark. Und letzte Frage. In welcher Statistik liegt die TSG denn in der Bundesliga auf Platz 2 hinter den Bayern? Boah. Wir machen es dir halt auch schwer. Es ist schon sehr schwer. Kannst du irgendeinen Tipp geben? Der Wert der TSG ist 20 und der Wert von den Bayern ist 42. Nee, keine Ahnung. Die TSG hat die letzten 20 Spiele immer getroffen. Und die Bayern 42, die letzten 42 Bundesligaspiele. Ja, dann hoffen wir, dass jetzt 21 sind nach Freitag. Oder? 21 und 42 bleibt. Sehr gut.